Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Simofreak. In der heutigen Folge, in dem heutigen Video, fangen wir an mit dem Let's Play Fernbus-Simulator. Und zuallererst fahren wir heute erstmal von Augsburg nach München die Linie 85 von Flixbus mit dem Setra S515HD. In den nächsten Folgen werden wir die Busse wechseln und auch die Routen. Das heißt, wir werden auch woanders lang fahren. So. Mal ganz leicht Licht an und so. Perfekt. Wie viel Grad haben wir? 22. So ungefähr. Komm, Alter, die Musik kann ich mir nicht geben mehr. So, stellen wir das alles ein. Naja, passt schon. Genau, dann würde ich sagen, fahren wir auch schon zu unserer ersten Haltestelle. Wir fahren nämlich mit dem Update 1.18, also mit der Version 1.18. Da fährt der Setra endlich auch richtig gut an. Wenn ihr Fernbus noch gezockt habt, schon mal. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass der Setra extrem schlecht angefahren ist, also dass er da extrem langsam angefahren ist. Dies wurde nun endlich verbessert. Ja, und jetzt kommen wir eben nicht durch. Und jetzt wird ein Stau gebildet. So. Und diese Idioten fahren jetzt hier nicht durch. Und das ist eben das nächste Problem, was der Fernbus-Simulator hat. KI-Probleme. Und davon hat der Fernbus-Simulator extrem viele. Deswegen müssen wir hier uns jetzt so hinstellen, als ob wir ganz normal wären. Ganz genau. So, ich bin normal, du Depp, du Blöro. Mit deinem lilanen Auto. So, was wollen die denn? So. Oh, Alter, ey, das nervt, ne? So, wir fahren das nicht mehr. Okay, Leute, das. Ich merke schon, es bringt nichts, echt nicht. Sorry jetzt dafür. Da seht ihr ja selbst, die fahren nicht. Was wollen die denn? Ich will jetzt nichts Illegales hier tun, aber. Sorry, da bringt es auch nichts. Kontaktiert TML Studios für Beschwerden. Aber hier konnte ich echt nichts machen. Da wären wir jetzt zwei Stunden hier gestanden. Und ich stehe da bestimmt nicht zwei Stunden. Weil die KI Probleme hat. Da muss sich TML darum kümmern. Nicht ich. Aber schon verdammt hell, ne? Zu hell, meiner Meinung nach. So. Gamma bisschen einstellen. Das ist echt verdammt hell alles, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es zu hell. Aber gut. Es sieht jetzt nicht schlecht aus. Es sieht besser aus seit dem letzten Update 1.18. Haben die komplett die Vegetation verändert und die Texturen und Terrain und weiß Gott was noch alles. Aber Passanten gibt's immer noch nicht. Alles klar. Ich fand die alten Texturen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber Passanten gibt's immer noch nicht. Ne, ist klar. TML. Ja gut. Muss ich nicht verstehen. So. Also gut. Ich mag gleich ein Thumbnail. Hallo, mein Ticket. Danke. Grüezi, bitte sehr. Dankeschön. Ja, sorry, dass ich mal diese Thumbnails mache, aber ich muss echt ein Thumbnail machen, dann mache ich das halt. Guten Tag. Ich hoffe, auf geht's. Salü, das Ticket, auf geht's. Ja, und dann mache ich das halt immer, wenn die Linie auch dran steht, normal. Vielen Dank. Hallo, hier ist mein Ticket. Vielen Dank. Hallo, hier ist mein Ticket. Dankeschön. Hallo, ich hoffe, aber. Hallo, ich hoffe, ich auf geht's. Und jetzt sind 12 Passagiere eingestiegen. Ne? Das ist
Wir fahren von Augsburg nach München. Ich glaube nicht, dass in echt nur 12 Passagiere einsteigen würden. Ich glaube schon, dass der Bus etwas voller wäre. Aber gut, TML denkt, dass die Busse da in echt auch so leer sind. Alles klar. Dann ist es wohl auch so. Gut. Fahrt starten. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. So, sollte reichen. Die Texturen sind jetzt natürlich nicht schlecht, aber mir fehlen diese scheiß Passanten, ne? Und dass sie es immer noch nicht hinkriegen, Leute in der Stadt rumlaufen zu lassen, das glaube ich einfach nicht. Und in der Bus funktioniert das ja, warum machen wir es nicht endlich für den Fernbus und das? Das nervt doch so sehr, dass man hier rumfährt und keinen einzigen lebenden Menschen hier sieht. Ab und zu sitzen ein paar Leute auf der Bank rum, aber das war's auch. Ist das so schwer, gerade zu fahren? Ja, geradeaus, ja. Dass ich da in die Ampel reinfahre, oder? Ist klar. Also in meinem Let's Play Fernbus-Simulator wird es eben viele Folgen geben, wo ich halt einfach Strecken fahre. Von bis nach. Von wo bis wo. Und halt mit dem Bus. Es gibt Cetra, Neoplan, MAN. Und da werde ich mich halt immer abwechseln und auch ein paar Nachtrouten machen, auch ab und zu. Auch längere Touren, aber dann wird es dann geteilt natürlich. Was wird alles schön sortiert mit Folgennummer und so weiter. Also da wird es nicht mehr so sein, dass da alles ohne Folgennummer ist, sondern einfach so. Also ich will das echt geplant machen. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil diese scheiß Ampel geht immer auf Rot. So, da war noch Gelb, als wir da drüber gefahren sind. Ja. Ein paar Blumen haben die hinzugefügt. Ich meine, es sieht nicht schlecht aus, muss ich schon sagen. Aber sie hätten sich auch um die grundlegenden Sachen kümmern können. KI, Passanten. Und ich vermisse diesen Beifahrer, den sie mal groß angekündigt haben in einem Death Diary, in den ersten. Den Beifahrer, dass man nicht immer allein hier fährt. Vor allem auf längeren Touren. Längeren Touren, da hätten die schon so einen Beifahrer einbauen können. Und hätten mehr Fahrgäste, Leute. Manchmal habe ich nur 5 Fahrgäste. Da lohnt sich gar nicht irgendwie zu fahren. Und ich meine, das ist Flixbus, nicht irgendein Privatunternehmen, sondern das ist Flixbus. Die haben normal immer überfüllte Busse. Und hier so wenig? Was ist hier? Sind die Menschen ausgestorben oder was? Also, nee. Vor allem in der Früh, da fahren doch alle. In der Nacht ist es weniger los, aber am Tag da. Oder nach Berlin die Routen. Da sind manchmal auch nur 5 Fahrgäste, 6 Fahrgäste. Also das ist auch ein Witz. Ich finde es sehr schön, dass Flixbus hier auch rumfährt als KI. Also dass andere Busse halt rumfahren. Nur halt Cetra und Neoplan hätten auch noch rumfahren können. Ich habe mir die DLCs gekauft. Dann sollten die eigentlich auch als KI rumfahren. Und nicht immer nur MAN. Diese Folge ist auch wieder nur kurz. Also ich will nicht so lange Folgen machen, echt nicht. Habe ich ja schon oft genug erklärt. Ich will es jetzt nicht mehr erklären. Schaut einfach die anderen Folgen, da erkläre ich es. Und ich überlege mir gerade, weil ich nehme das jetzt gerade
noch vor dem Kanal steht auf. Ich überlege mir überhaupt, ob ich überhaupt irgendein Video machen soll, ein Informationsvideo, weil es schaut sowieso kein Mensch, also ich brauche da nichts schauen, ich mache einfach gar kein Video. Ich lösche einfach den Kanal, habe ich schon groß angekündigt auf Instagram, auf Discord. Ich lösche den Kanal und da habe ich auch schon angegeben, wie mein neuer Kanal heißt und dann kommt ihr einfach vorbei. Das ist ganz einfach. Und so entwickelt sich dann der Kanal. Es nützt mir nichts, jetzt neuen Infovideo zu machen. Ich meine, es ist ganz klar, ich habe mir das nicht so erwünscht, dieser Kanal. Der Kanal Harry Zock, der ist einfach nicht so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Und ich meine jetzt nicht, dass ich so wenig Abonnenten bekommen habe, sondern einfach, dass es, ja, dass es einfach schief gelaufen ist, viel. Ich habe viel falsch gemacht. Viel zu unregelmäßig Videos gemacht. Es gibt Vorurteile über mich, genug Vorurteile über mich. Und das will ich halt einfach abwehren. Und einfach einen Kanal starten, einen Kanal neu starten, einfach nur neu starten, einfach nur, dass man mir eine Chance gibt, eine neue Chance. Eine zweite Chance. Ja. Viele Vorurteile über mich sind auch natürlich richtig, aber ja. Ja, ist egal. Ich will es einfach abschließen, das Thema hatte ich gesagt. Es ist der Simo-Freak und fertig. Der Kanal wird gelöscht. Ist schon gelöscht. Ja, Formel 1, ich fahr 5 km/h zu schnell. Da werden wir hier nicht rasen. Wunderschöne. Ich liebe das, ey, wirklich. Wie gesagt, eine Bewertung, das hilft mir echt. Das hilft mir echt extrem viel, eine Bewertung da zu lassen. Wenn es euch gefallen hat, like. Nicht gefallen, Dislike, und wenn ihr Dislike schreibt, macht dann halt auch einen Kommentar schreiben, was euch nicht gefallen hat, damit ich es verbessern kann, weil mir nützt es nichts, hunderte Dislikes zu haben und dann weiß ich nicht, was euch genau nicht gefallen hat. Dann schreibt auch bitte rein und nicht einfach aus Prinzip disliken. Das nützt mir nichts. Dann weiß ich zwar, dass so viele Menschen halt hobbylos waren, aber dann nützt mir das nichts. Mir ist es wirklich, ehrlich gesagt, egal, wie viele Dislikes ich habe. Wenn ihr ein Dislike gibt, dann bitte auch wirklich schreiben. Egal über was, über Instagram oder über YouTube Privatnachricht oder als Kommentar. Einfach nur schreiben, warum. Damit ich mich verbessern kann, was euch nicht gefallen hat. So, jetzt bleibt er jetzt endlich, hallo, der bleibt nicht stehen. Mein Bus bleibt nicht stehen. Alles klar. Warum bleibt mein Bus nicht mehr stehen? Es bleibt da stehen. Warum fährt er mir so dicht drauf? So, jetzt sind wir auch schon in München angekommen. Ist wirklich schön gemacht. Er fährt nicht 50, Mann, nicht.
fahr doch zu. Wo fährt der denn so langsam? Jetzt mal ehrlich, ist doch 50. Kopfsteinpflaster und retardern, runter retardern, so wie ich das immer nenne, retardern. So, jetzt bleibt er auch stehen. Und dann war es das auch für diese Folge. Wie gesagt, kürzere Folgen und dann mehr Folgen. Das ist mein Motto. Ich mache lieber mehr Folgen als dann eine dann im Monat und dann 200 Stunden. Also, ich meine, die Leute, die haben auch nicht ewig Zeit. Ich verstehe es natürlich auch und dann schaut man sich halt ungern ein einstündiges Video an. Sondern ein kürzeres Video, einfach nur 10 Minuten, 15 Minuten bis maximal 20 Minuten. Ich schätze mal, dieses Video wird 20 Minuten haben. Aber ich kann das leider nicht verhindern und ich werde jetzt auch nicht mitten auf der Strecke dann aufhören einfach. Also so für kürzere Strecken, da fahre ich die schon durch. Auch wenn es maximal eine halbe Stunde dauert. Halbe Stunde geht noch, aber dreiviertel Stunde mache ich nicht gerne, wirklich nicht. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein ja, können. Ja, so siehst du es mal. So, warte. Ich muss nur ein Thumbnail machen gleich. Damit ich hier rechts halt Platz habe. Entschuldigung. Für diese Dinger da halt, für Fernbus-Simulator und Folge und so. Genau, okay. Gut, dann loggen wir uns aus und schauen uns mal die Bewertung an. Ja. Plus, plus, plus. Plus, ja, Klimaanlage, ja gut, aber da kann ich nicht einstellen, Temperatur, also. Da, ja. Null Unfälle, null Sachschäden. So gefällt mir es doch. Dreimal Sicherheitsabstand, ja. Aber da weiß ich nicht, was sie genau meinen, also einmal Lenk auf der Straße gefahren, ich bin immer auf der Straße gefahren, ich weiß nicht, was sie, oh, auf dem Gehweg da am Anfang, okay, gut, das verstehe ich, aber insgesamt wirklich ganz gut gemacht, ja, wundert euch nicht, hier steht noch Harry, aber, ja, das ist einfach mein Steam-Account, deswegen. Gut, und dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.